Aber hey, ich bin jetzt erwachsen, Mama, nur dass du Bescheid weißt. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch die Must-Haves für die Urlaubs-Beauty-Routine. Keine Sorge für alle die, die zu Hause bleiben. Es sind so tolle Schnäppchen mit dabei als Inspiration für euch, eben auch für alle, die zu Hause bleiben. Ja, ich bin total begeistert. Ich bin etwas aufgedreht, wie ihr merkt. Ich bin nämlich total begeistert von den Produkten. Also es geht nicht nur um Beauty, sondern es geht auch um Fashion. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's! Also ich werde es jetzt einfach so machen, dass ich die Sachen mische, also Beauty und Fashion, alles was halt für mich so jetzt für den Sommer dazugehört, beziehungsweise ich zeige euch die Schnäppchen, die ich ergattert habe. Da fangen wir gleich schon mal mit dem ersten Schnäppchen an. Das ist so, so cool. Und zwar habe ich diesen wunderschönen Bikini hier ergattert bei Hunkemöller. Dieses Oberteil hier hat nur 10 Euro gekostet und das Höschen dazu nur 5 Euro. Also ich würde euch dazu raten, einfach mal vorbeizuschauen. Die haben im Moment so, so schöne Bikinis und Badeanzüge eben im Sale. Vor allen Dingen eben auch die BHs. Da finde ich es ja immer ein bisschen schwierig, das Passende zu finden, wenn man zum Beispiel ein rückenfreies Top trägt oder ein Kleid eben. Hier, wenn man schulterfreies Kleid trägt oder Oberteil, den passenden BH zu finden. Und da werde ich eigentlich immer bei Hunkemöller fündig. Die sind auch super lieb. Also das ganze Personal ist immer sehr darauf bedacht, eben das passende Produkt für einen zu finden. Und ich bin da sehr, sehr begeistert. Also falls ihr noch was sucht, dann schaut gerne mal bei Hunkemöller vorbei. Ich freue mich schon, wenn ich diesen Bikini tragen werde, wenn ich tragen darf, wenn es das Wetter hergibt, beziehungsweise wenn ich überhaupt in den Urlaub fahre. Mega Schnäppchen für 15 Euro habe ich was richtig Cooles ergattert. Ansonsten wollte ich euch hier noch mein Schnäppchen zeigen. Also die waren nicht reduziert, aber ich hatte Schuhe im Kopf, die mir so, so gut gefallen haben. Allerdings hätten sie 180 Euro gekostet. Und ja, ich habe dazu das Dupe gefunden. Also die sehen natürlich nicht 1:1 so aus, aber die Machart ist gleich. Hier von Stradivarius für 20 Euro. Gibt es in verschiedenen Farben, sind ultra bequem. Vielleicht ist es ja auch was für euch, falls ihr auch nicht so viel Geld ausgeben möchtet, wie ich für Sandalen. Dazu habe ich noch diese hier gekauft. Die sind auch ein Dupe zu den Hermes-Schuhen, die irgendwie gefühlt 500 Euro kosten. Habe ich allerdings hier bei uns vom Ort. Die Marke schreibe ich euch einfach mal unten in der Box. Vielleicht könnt ihr sie auch noch ergattern, falls euch das gefällt. Gibt es auch noch in anderen Farben. Habe ich gerade mal 25 Euro dafür bezahlt. Waren reduziert von, ich glaube, 69 Euro. Lasst mich da nichts Falsches sagen. Mega, mega cool. Ja, machen wir weiter mit Beauty. Und zwar werde ich definitiv, wenn ich in den Urlaub fahre, mein Beauty-Set mitnehmen von Beauty Mates. Dazu habe ich heute auch einen Rabattcode für euch. Über 20%. Rossella nennt sich der Rabattcode. Schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ihr wisst ja, dass ich die Produkte von Beauty Mates über alles liebe. Ich verwende die täglich hier zum einen meine feuchtigkeitsspendende Tagescreme. Es ist einfach so, dass ich die zum Beispiel auch als Base verwende für mein Make-up. Aber Make-up trage ich ja jetzt im Sommer nicht, weil ich meinen Selbstbräuner-Booster eben da zum Einsatz nehme. Liebe ich über alles, ist für mich das Produkt schlechthin. Ha, jetzt rede ich schon wieder so schnell, weil ich so aufgeregt bin, weil ich die Produkte so liebe. Ich habe hier auch die feuchtigkeitsspendende Creme für die trockene Haut für meine Mama ist noch eingeschweißt. Werde ich ihr entweder persönlich geben können oder eben mit der Post schicken müssen. Mal schauen. Jedenfalls habe ich jetzt hier auch die Variante für die trockene Haut bzw. hier für die normale Haut. Da schaue ich einfach immer, ja, wie meine Haut so drauf ist. Wenn ich sehr viel Stress habe, merke ich einfach, dass ich viel mehr Feuchtigkeit brauche. Ist übrigens auch für alle Hauttypen geeignet, wollte ich noch dazu sagen. Meine Mama ist ja sehr, sehr speziell, sehr sensibel, aber die Produkte von Beauty Mates sind eben für alle Hauttypen geeignet. Das finde ich wirklich richtig klasse und ich werde das jetzt hier so als Set mitnehmen. Meine, ja, Wake-up-Set sozusagen. Ich werde dazu noch meinen Koffein-Booster mitnehmen. Das ist so genial, das Produkt. Auch hier dieser Augenlifting-Booster. Ich packe die in den Kühlschrank, trage das auf. Das gibt mir einfach einen absoluten frischen Kick. Vor allen Dingen der Wake-up-Booster. Vielleicht wird es ja dann abends doch mal ein bisschen länger, wenn man so ein bisschen flaniert im Urlaub, ne? Bis spät abends oder wenn man zu Hause einfach Kinder hat, die einen nicht so wirklich schlafen lassen, so wie mich, der kleine Liam. Ja, morgens eben die Augenringe da sind, definitiv. Und hier die Schwellung damit abgeht, beziehungsweise auch die dunklen Schatten. Man trägt einfach die Tagescreme hier, also so mache ich es hier, in die Handinnenfläche. Dann tropfe ich mir
ja, so zwei Tropfen hier mit rein, vermische das und dann trage ich das eben auf die Haut. Man kann das aber auch einzeln verwenden, das ist überhaupt kein Problem. Man kann es als Kur verwenden, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch einen Set-Konfigurator. Da sind die Produkte nämlich dann etwas günstiger, also wenn ihr sie im Set kauft. Aber ihr könnt natürlich und selbstverständlich auch eure Produkte verwenden, die ihr schon zu Hause habt und die dann einfach mit den Boostern mischen. Es gibt auch einen Produktberater. Das ist sehr, sehr spannend, denn so findet ihr heraus, welche Produkte eben zu euch passen. Aber es ist wirklich so, dass es eine Wirkstoffkosmetik ist. Und das heißt, ihr müsst da keine Angst haben, denn da ist wirklich nichts drin, was da nicht reingehört. Ja? Und Beautymates, das ist ja ein Unternehmen aus Bayern, unterstütze ich sehr, sehr gerne. Zum einen, weil ich die Produkte natürlich täglich verwende und zum anderen, ja, weil ich auch aus Bayern komme, ne? Ist klar. Ja, Spaß beiseite. Also schaut mal unten in die Infobox, ich werde euch alles verlinken und wie gesagt, denkt an den Rabattcode, ist ja eine ganze Menge Geld, 20% mit dem Code Rossella. Machen wir weiter mit den Füßen. Ein Produkt, oh mein Gott, das habe ich so gefeiert, ich habe das jetzt erst entdeckt und vor allen Dingen Füße sind ja natürlich besonders im Sommer auch sehr, sehr wichtig, auch im Winter, ganz klar, da soll man sie ja auch pflegen, aber Füße tragen uns durchs Leben, nur im Sommer ist es halt speziell so, dass man ja, eher auf die Füße achtet, weil man sie überall sieht. Hier diese Fußmaske, ich kannte die nicht, ich werde mir die definitiv nachkaufen, meine Füße waren danach so, so weich und so schön einfach, so schön. Und dann hatte ich total Lust, hier schön Nagellack drauf zu machen. Ich habe jetzt hier mal stellvertretend den mitgenommen, weil ich den heute mal hier auf die Fingernägel aufgetragen habe. Nagellack ist natürlich im Sommer auch sehr, sehr, ja, wichtig, will ich jetzt nicht sagen. Aber man hat dann einfach mehr Lust, wenn man ein weißes Kleidchen trägt, so wie meins hier. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Und dann einen schönen passenden Nagellack. Das ist einfach nochmal so ein Stück weit Sommerfeeling, ne? Wenn die Farbe einfach so schön rausblitzt. Und ja, also erstmal hier noch zu der Maske, war von Rossmann, Nagellack, könnt ihr egal welchen nehmen, ist ja Geschmackssache. Mein Kleidchen hier, das wollte ich euch unbedingt noch zeigen, das habe ich nämlich auch im Sale ergattert, ist von Pepe Jeans. Werde ich euch auch versuchen unten zu verlinken, das würde natürlich ideal passen, ja, in Italien, in die Stadt, in die ich gerne fahren würde. Ich weiß es noch nicht, ob es klappt, wirklich, es steht noch in den Sternen. Jedenfalls werde ich euch dazu auf Instagram mit Sicherheit mitnehmen, ein paar Eindrücke zeigen. Ich freue mich natürlich vor allen Dingen auf meine Mama. Ich hoffe, dass es klappt. Drückt mir die Daumen. Und dazu habe ich mir einfach dieses Kleidchen hier bestellt. Ich finde es so, so schön. Ich zeige es euch einfach mal getragen. Ja, hoffentlich klappt es, dass ich das tragen darf. Genauso hoffe ich, dass ich den Bikini tragen darf dann am Meer, wenn es klappt. Ansonsten, klar, logisch, im Sommer am Meer, aber auch zu Hause Sonnenbrille. Ne? Ich wollte sie eigentlich gar nicht mit ins Video nehmen, weil ich mir gedacht habe, das ist total banal und selbstverständlich. Aber mich haben so, so viele immer nach meinen Sonnenbrillen gefragt. Und ihr werdet es nicht glauben, diese hier zum Beispiel, die habe ich bei DM gekauft. Die hat gerade mal 10 Euro gekostet. Und die andere, die ich noch habe, die ich auch sehr, sehr gerne trage, die habe ich hier bei uns im Ort eben beim Optiker gekauft. Die ist von Marco Polo und das ist die, die eben auch meine Sehstärke hat. Die kann ich dann auch beim Autofahren tragen. Werde ich euch auch versuchen, mal unten in die Infobox zu verlinken. Ja, ansonsten wollte ich euch noch einen Tipp mitgeben, was das Kofferpacken betrifft. Dazu habe ich jetzt zwei verschiedene Sets bestellt bei Amazon. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass man, oh Gott, wenn das meine Mama dann sieht, ne, wenn ich da ankomme, dass ich die Klamotten rolle. Also ich bügel ja alles, wisst ihr ja. Und meine Mama ist echt saupingelig. Aber hey, ich bin jetzt erwachsen, Mama, nur dass du Bescheid weißt. Jedenfalls ist es sehr, sehr platzsparend. Und dazu habe ich mir eben diese Sets hier gekauft, weil ich ja die Jungs mitnehme, allerdings leider nicht alle. Und da, finde ich, ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn ich das alles ordentlich in den Koffer packe. Die nehmen das dann einfach so raus. Und wenn dann jeder hier so sein, soll ich Beutel dazu sagen? Ja, dann können sie dann eben aufpassen und das dann ordentlich rausnehmen. Und jeder hat dann eben so seins. Und ja, es ist hoffentlich etwas platzsparender als sonst. Also sonst ist es ja echt, da weiß ich immer gar nicht, wohin mit den ganzen Klamotten. Ja, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben, was ich euch zeigen wollte? Ach ja, genau, noch mein Tuch. Das habe ich jetzt allerdings nicht mit hier hochgeholt. Für den Strand. Das habe ich immer, das habe ich damals auch bei Hunkemöller gekauft. Ist auch schon 100 Jahre her. Ja, das mache ich mir dann immer, wenn wir zum Beispiel an den Kiosk laufen, hier so um die Hüfte rum, weil ich da nicht so irgendwie halbnackt
dahin laufen möchte, wenn du dann anstehst, weil du irgendwie ein Eis kaufst oder eine Flasche Wasser. Und das mache ich mir dann einfach immer so um die Hüfte. Ich blende es euch mal ein. Und das mag ich auch super gerne. Gibt es ja auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Und da fühle ich mich einfach wohler. Das ist so ein Ding in meinem Kopf. Naja, muss man auch nicht verstehen. Was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ah, mein Handyteil. Oh mein Gott, das hätte ich euch jetzt fast unterschlagen. Das ist so cool. Leute, ich frage mich, warum ich das nicht schon früher gekauft habe. Warum? Ja, und zwar ist es ja speziell im Sommer so, dass man keine dicken Jacken trägt, logischerweise. Also ich habe halt einfach keine Taschen an meinen Kleidchen oder an den Hosen. Also bei der Hose habe ich jetzt zum Beispiel auch keine Tasche und ich trage auch keine Handtasche dann mit, ne? Wenn ich jetzt mit dem Liam unterwegs bin, entweder packe ich die Windeln und die Feuchttücher unter den Kinderwagen. Also ich habe da keine große Wickeltasche dabei. Ne? Das stört mich dann halt einfach, wenn ich da mit ihm auf dem Spielplatz zum Beispiel spiele. Und dafür habe ich jetzt dieses coole Teilchen für mein Handy. Das habe ich auch bei Amazon gekauft, war ein absolutes Schnäppchen. Und es ist so eine, wie soll ich sagen auf Deutsch? Ich würde es euch jetzt gerne auf Italienisch sagen. Ja, so eine Erleichterung einfach, ne? Weil ich mache mir das einfach hier so drum, so, und dann habe ich mein Handy quasi immer dabei, ja. Und ja, ob man jetzt immer das Handy dabei haben muss, ist auch wieder fraglich, also steht auf einem anderen Blatt, aber ich habe halt nun mal auch noch andere Kinder und bin dann schon ganz gerne immer erreichbar oder meistens erreichbar, sag mal es mal so. Auch, ja, egal, andere Geschichte. Muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Jedenfalls bin ich total happy. Außerdem bin ich Bloggerin, ey. Ich muss doch immer hier alles festhalten. Nein, Spaß. Ja, diese Handyhülle werde ich euch auch gerne unten in der Infobox verlinken. Ich glaube, ich habe 12 Euro bezahlt oder 13. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Lasst mich nichts Falsches sagen. Auch das alles unten in der Infobox. So, meine Lieben, ich hoffe, dass euch mein kleines Video zu den Must-Haves meiner Beauty-Urlaubsroutine bzw. Fashion-Routine gefallen hat. Ob es in den Urlaub geht oder nicht, ist ganz egal. Ich denke einfach positiv. Ich erfreue mich an den Schnäppchen bzw. an den Produkten, die eben für mich super gut funktionieren, mit denen ich klarkomme. Das wollte ich sehr, sehr gerne an euch weitergeben. Alle Infos dazu, wie gesagt, unten in der Infobox. Schaut sehr, sehr gerne mal vorbei. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Schaut gerne auch mal auf Instagram vorbei. Da seht ihr dann, ob es geklappt hat oder nicht. Wie ist es nochmal? 1, 2 oder 3... Seht ihr dann, wenn das Licht angeht? Oder wie ist es nochmal, wenn es geklappt hat? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Egal. Ich habe als Kind, ja, hatte ich Fernsehverbot. Vielleicht war ich nicht so lieb. Egal. Also, ich wünsche euch jetzt nur das Allerbeste. Genießt den Sommer, genießt den Urlaub, entweder zu Hause oder wenn ihr wegfahrt, mit eurer Familie, mit euren Liebsten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Liebe Grüße von der verrückten Heidi.